So, hallo nochmal zur heutigen, ja, frühen Nachmittagsbeschau der Märkte hier beim Chef Live Trading TV. Wir sehen ganz klar, dass der Markt hier mehr oder weniger lethargisch herum oszilliert und das wahrscheinlich auch noch bis zum heutigen Handelsschluss hier Xetra 17:30 Uhr machen wird. Wenn wir uns hier den DAX anschauen und die morgendliche Tendenz hat sich bislang hier nur eine ansatzweise vollzogene Rückwärtsbewegung, Abwärtsbewegung bis in den Bereich 10.900 Punkten durchgesetzt. Das reicht nicht ganz bis dahin und man darf davon ausgehen, dass der DAX jetzt hier zwischen 10.950 und 10.900, Schrägstrich heutiges Tagestief 10.907 Punkten seitwärts oszilliert und dann entsprechend aus dem Handel geht. Morgen wird es dann wahrscheinlich hier erst dann nachhaltige Impulse geben, wenn wir dann wieder in den Dienstagshandel starten. Bis dahin gilt, wenn wir uns den DAX hier anschauen, diese kurzfristige Abwärtstrendlinie im Auge zu halten. Hier noch ein Stück weiter nach unten angepasst, möglichst viele Auflagepunkte mitzunehmen. Das ist ein Punkt, wo man sagen kann, unterhalb dessen bleibt hier alles neutral und zugegebenermaßen ist wahrscheinlich hier nicht mehr viel zu erwarten. Ähnlich auch Euro-US-Dollar, schauen wir uns den an. Der oszilliert hier in einer Range wie zu schlimmsten Zeiten des Jahres 2014. Wir haben hier mittlerweile 14 Pips, ach 14, 34 Pips an der Daily Range zurückgelegt. Das ist natürlich äußerst bescheiden. 34 Pips ist hier nicht handelbar, zu gut Deutsch. Das kann man selbst im 1-Minuten-Chart kaum vernünftig traden. Und das sieht so aus, als würde der Euro gegenüber dem US-Dollar eben auch hier weiter lethargisch seitwärts oszillieren. Was wir hierzu haben, und das will ich Ihnen ganz kurz zeigen, ist hier praktisch die Volatilität des Euros hier pro Wochentag. Und wir sehen hier ganz klar, dass der Montag generell gesehen im Vergleich zu allen anderen Wochentagen hier ganz klar der Wochentag mit der geringsten Volatilität ist. Wir sind zwar hier mit Blick auf die letzten 12 Wochen immer noch knapp unter 100 Pips. Ja, das ist relativ anständig, aber wenn wir heute die 34 Pips sehen, da sehen wir, dass da auch am Nachmittag nicht viel zu erwarten ist. Und der Montag generell, ja auch ein Tag, wie ich es häufig zu sagen pflege, gerade am FX-Markt, ein Tag der Findung, wo man hier nicht mit der Kneifzange Trades suchen muss. Eher dann hier, Dienstag wird richtig interessant und dann natürlich die Folgewochentagen, wenn dann eben auch hier die Wochentendenz, das Wochenmomentum dementsprechend Fahrt aufgenommen hat. Was soll man jedoch tun, wenn die Märkte seitwärts sind? Einerseits analysieren, die Märkte nach Chancen durchsuchen. Da gibt es immer wieder was. Wir hatten auch vorhin hier, und da zeige ich Ihnen kurz den Chart, ganz kurz zum britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen im Stundenchart-Intervall. Hier sehr schön zu sehen. Mit dem Ausbruch aus dieser Stundenrange, beginnend ab letzten Donnerstag, hat sich das Währungspaar hier seitwärts bewegt. Und mit diesem Ausbruch deutet sich hier durchaus weitere Schwäche an. Es kann auch jetzt hier ein Stück weit seitwärts gehen. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Pullback in Richtung 182,50, aber dann sieht es doch so aus, als würde der Markt hier weitere Schwäche mit Blick auf die nächsten Tage durchaus vollziehen können. Die Saisonalität weist aber, wie gesagt, gerade hin zum Ende des Monats dann wieder anziehende Notierung auf, wie in dem Check-in im Stream zu lesen war. Da mal abwarten, ob da hier wirklich noch was kommt. Ich will Ihnen jetzt auch noch kurz das WTI-Öl mal zeigen. Nachdem wir das Brent heute schon als Trading Shoutout hatten, hier praktisch mal die Tagesbeschau. Wir hatten ja jetzt am Freitag eine große Analyse mit den Big Picture Analysen, also hier auf Monatsbasis Blick hier über die letzten Jahre. Jetzt haben wir hier den Tagesschart Intervall zum Brent Crude Oil und wir haben gesehen, dass wir in der vergangenen Woche auch hier natürlich schon ausgebrochen sind aus dieser Abwärtsbewegung seit Ende letzten Jahres, seit dem Herbst sozusagen. Hier tief markiert, hier die 59,05 ist jetzt ein markanter Widerstandsbereich gewesen. Den haben wir nach oben aufgebrochen. Und jetzt könnte es hier, wenn es Rücksetzer gibt an dieses Level 59,05, durchaus zu anziehenden Preisen in Richtung $72 je Barrel etwa kommen. Beim Brent Crude Oil, beim WTI sieht das noch ein bisschen anders aus. Gerade wenn wir uns hier auch den Chart anschauen, wir sind hier noch nicht so deutlich rausgebrochen aus der Abwärtsbewegung seit Oktober 2014. Wir haben es auch noch nicht geschafft, hier den Widerstand, der sich hier lokalisieren lässt, im Bereich $53,60, $53,70 hier nachhaltig zu überwinden. Kurzfristig haben wir aber eine positive Tendenz. Wir haben auch hier schon eine positive Divergenz gesehen mit dem Verlaufstief hier vom Januar. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Was aber faktisch passieren muss, ist der Ausbruch über $54 idealerweise. Dann ergibt sich hier gut $10 je Barrel Potenzial, weil hier oben haben wir im Bereich 63,85 plus minus ein paar Cent hier auf jeden Fall den nächsten Widerstandsbereich, den es dann anzulaufen gilt, wenn wir hier nach oben ausbrechen. Also trotz der geringen Volatilität, es gibt auch durchaus Chancen. Man muss dann eben auch hier vielleicht von der Intraday-Ebene ein bisschen Abstand nehmen und nochmal auf Tagesbasis scannen, Stundenbasis aufwärts, um hier mögliche
Chancen zu identifizieren, aber natürlich zwanghaft in den Markt zu gehen, muss nicht sein. Morgen sicherlich dann hier vielleicht sogar schon ein bisschen mehr Action. Wir werden das vielleicht sogar im Stream aufnehmen, wenn es hier Intraday was gibt in Sachen Oil, Pairs hätte ich jetzt fast gesagt, aber eben hier WTU und Brent Crude. Wenn wir da was sehen, werden wir Sie da zeitgerecht auf dem Laufenden halten. Ansonsten kann ich Ihnen jetzt erstmal nur noch einen schönen, angenehmen Rosenmontag wünschen. Machen Sie das Beste draus. Wir hören uns spätestens morgen wieder und in diesem Zusammenhang einen schönen Montag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.